Schachmatt. Große Ehre, Sie bei uns zu haben. Hier, falls Sie doch mal Lust bekommen. Die kriege ich im Dutzend zum Freundschaftspreis. Ach, wegen des Honorars rufe ich Sie noch mal an. Geht in Ordnung. Jederzeit wieder. Wunderbar. Hallo? Wann kommst du nach Hause? Du weißt doch, dass wir nachher zum Essen verabredet sind. Wenn ich zu spät bin, fahr einfach vor. Komm danach. Das sagst du jedes Mal. Lass mich in Ruhe, ja? Was? Nein, nicht du, Schatz. Da ist doch jemand bei dir. Hallo, bist du noch dran? Verschwinde! Sag mal, kannst du jetzt mal mit mir reden? Ich mache mich jetzt auf den Weg. Ich bin pünktlich. Beeil dich. Ja, ich bin fast zu Hause. Wir werden auch ohne dich klarkommen. Yvonne geht nachher zum Reiten und ist dann bei ihrer Freundin. Ja, ja, okay. Gut, tschüss. Tschüss. Scary. Herr Weingartner, was gibt's? Herr Jessin, guten Abend. Hier. Frischer Blumenkohl und Karotten hatte ich Ihrer Frau versprochen. Sonst noch was? Nein. Ja. Sie haben Post. Zeitverschwendung. Herr Weingartner, was ist denn passiert? Ich habe keine Ahnung. Ich wollte gerade nach Hause fahren, da flogen plötzlich Ziegel von ihrem Dach. Ich weiß nicht, wie das passieren kann.
Naja, ist ja nichts weiter passiert. Abend auf dich. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, wenn ich nochmal vorbeikomme. Wieso? Deine Frau ist doch den ganzen Abend weg, oder nicht? Aber dein Vater ist zu Hause. Quatsch. Er ist von meinem Haus gestürzt und ist jetzt auf dem Weg zu euch. Schwer verletzt oder das Übliche? Ich glaube nicht. Weil mein Vater besoffen aufs Maul gefallen ist, machst du dir Sorgen. Aber dich mal um mich zu kümmern, fällt dir nicht ein, oder was? Du hättest ja auch 5 Minuten warten können, bis ich dich anrufe. Wovon sprichst du? Ja, von deinem zweiten Fax. Hast du Halluzination? Ich rufe dich später nochmal an. Nein, bei hier, warte. Schach. Verlierst. FFN Newsflash. Auf der Pferderennbahn in Salzgitter hat sich ein tragischer Unfall ereignet. Wie soeben erst bekannt wurde, ist heute Nachmittag einer der Jockeys schwer gestürzt und brach sich dabei das Genick. Er war sofort tot. Du hast gesagt, du rufst später nochmal an. Ja. Nein, ich wollte... Ich war jetzt in der Badewanne, hab mir die Haare gewaschen und werde gleich ein fabelhaftes Abendessen zaubern. Wird der Herr denn später vorbeikommen? Ist wahrscheinlich deine Frau, die wissen will, warum du das Telefon ausgeschaltet hast. Vielleicht kommt sie auch früher nach Hause. Dann kannst du dir den netten Abend gleich in die Haare schmieren. Ich sag dir eins, lang mache ich das nicht mehr mit. Ich dachte, du wolltest dich schon seit Jahren von ihr scheiden lassen. Ich warte jetzt noch eine halbe Stunde auf dich. Wenn du dann nicht hier auftauchst, dann... Nein, das kann nicht sein.